Herzlich willkommen hier bei uns in der Spessartherme im Physiovitamed. Ich würde gerne ein bisschen was über die CMD, also über die kraniomanipulären Dysfunktionen erzählen. Einmal etwas zu dem Namen kraniomanipulär. Kranio kopfwärts, manipulär ist der Unterkiefer, also die Mandibula, Dysfunktion, Ungleichheiten. Der Kiefer ist ein Gelenk mit sehr viel Bewegung, wenn nicht sogar vielleicht das Gelenk mit der meisten Bewegung. Ob wir reden, ob wir was essen, ob wir trinken, bei der Speichelproduktion, sogar beim Schlafen. Wie gesagt, wir haben immer den Kiefer mit dabei, mit irgendeiner Bewegung. Daraus können sich natürlich auch sehr viele Probleme herleiten, die dann nicht nur vom Kiefer kommen, sondern dann auch weiterziehen können oder vielleicht sogar von der Halswirbelsäule mitkommen können, von Migräne, also Kopfschmerzattacken, von muskulären Disbalancen. Der Kiefer ist wirklich bei, was gerade oben Schulter-Nackenprobleme mit angeht, oftmals ein Problem, was leider doch zu sehr übersehen wird. An unserem knöchtigen Freund hier würde ich dann einmal gerne zeigen, wo überhaupt das Kiefergelenk liegt, beziehungsweise aus was es sich überhaupt zusammenstellt. Wir haben einmal den Unterkiefer, sprich die Mandibula. Kann man natürlich jetzt wieder von herleiten, mandibulär aus dem Namen. Dann von oben den Oberkiefer. Von hinten dann nochmal das Schläfenbein. Und hier hinten ganz versteckt noch einen knöchtigen Vorsatz. Die Hauptbewegung kennen wir eigentlich schon alle vom Kiefer, also die Mundöffnung und die Mundschließung. Dann kann der Kiefer noch eine Rechts- und Linksbewegung, was dann zum Beispiel beim Essen, bei den Mahlbewegungen ganz wichtig ist. Aber auch noch eine Vorschiebung des Unterkiefers und wieder das Zurückbewegen. Und somit wären wir dann auch beim Thema Kiefergelenksbeschwerden. Das häufigste Problem ist eigentlich das Kieferknacken. Heißt, wenn wir hier oben im Kiefergelenk so eine kleine Blockade haben oder merken, oh, es muss immer erstmal so knacken, damit ich den Kiefer überhaupt aufbekomme. Das nächste Problem ist einmal dann beim Mundöffnen. Und zwar bekommen viele Leute dann teils den Mund nicht mehr richtig auf, was natürlich beim Essen stört. Und das nächste Problem, was wir dann noch hätten, wären die muskulären Disbalancen. Gerade nachts beim Schlafen neigen doch viele Leute, die Zähne aufeinander zu pressen und unbewusst zu bewegen bzw. zu knirschen. Und somit kommt es natürlich verstärkt zu Muskelanspannung, Druck im Gelenk und somit auch zu Muskelverspannung. Wenn man jetzt merkt, okay, das Knacken wird alles schlimmer, man bekommt den Mund nicht mehr richtig auf, die Kopfschmerzen, die Schulter-Nackenverspannung, es wird alles schlimmer, sollte man dann doch mal seinen Zahnarzt aufsuchen und dann auch am besten einmal nachfragen, ob der Zahnarzt, denn der Zahnarzt ist der Einzige, der das Rezept verschreiben kann, ob er ein CMD-Rezept verschreiben kann. Unser Freund hat sich jetzt hier von seinem Zahnarzt ein Rezept geholt, ein CMD-Rezept. Was würde unseren Kumpel jetzt zum Beispiel bei uns im Physiovitamed erwarten? Ich würde als allererstes dann mal befunden und würde gucken, okay, wo hat der Patient jetzt überhaupt seine Probleme? Heißt, wir würden erstmal gucken, wie sind die ganzen aktiven Übungen? Wie kann der Patient seinen Kiefer in alle möglichen Richtungen bewegen? Ich gucke mir dann nochmal das Kiefergelenkspiel an, also man kann dann zum Beispiel nochmal alles abpalpieren und erstmal nachfühlen, wo knackt es, wo habe ich so ein paar Disbalancen, wie fühlt sich dann zum Beispiel auch die Muskulatur im ganzen Kiefergelenk an und so würde ich mir erstmal ein Bild überhaupt machen, was unserem Freund hier eigentlich fehlt. Wenn unser Patient jetzt wirklich an muskulären Verspannungen leidet, haben wir 4 Muskelpunkte, die wir hier einmal schön ausbearbeiten können. Einmal, also wir arbeiten dann mit der Triggertherapie, dass wir dann nochmal mit kleinen Triggerdruckpunkten auf die Muskulatur draufgehen und dann zum Beispiel einmal den großen Kiefermuskel austriggern oder auch die etwas kleineren, heißt oben am Schläfenbein, dann unten nochmal im Zungenbeinboden oder auch von innen, wo wir dann dem Patienten sagen, dass er einmal den Kiefer öffnen sollen. Wir gehen mit unserem kleinen Finger, so weit es geht, nach hinten in den Kiefer rein. Und so kann man dann auch nochmal von innen den Kiefermuskel schön ausbehandeln. Nachdem wir dann in der Behandlung die Triggerpunkte schön ausgetriggert bzw. bearbeitet haben, sollte der Patient natürlich zu Hause die Punkte ebenfalls nochmal mit bearbeiten. Ansonsten kann der Patient dann zu Hause nochmal ein paar Übungen machen. Soweit es geht, den Mund bzw. den Kiefer nochmal öffnen und wieder schließen.
Rechts- und Linksbewegung. Wie gesagt, einfach den Kiefer nochmal bewegen, dass schöne, lockere Bewegungen in den Kiefer mit reinkommen und somit doch alles wieder etwas harmonischer wird. Seitdem ich hier beim CMD-Behandlung bin, haben sich meine Kieferbeschwerden erheblich verbessert. Also sprich, die knacksen immer, mein Kiefergelenk. Nackenbeschwerden haben sich verbessert und natürlich mache ich die Übung auch zu Hause und komme aber trotzdem noch regelmäßig hierher, einfach um nochmal professionell behandelt zu werden, dass es einfach nicht nochmal schlimmer wird. Falls Sie sich jetzt angesprochen fühlen, besuchen Sie doch gerne unsere Homepage, lesen unser Flyer-Material durch oder rufen uns an. Wir stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung, denn ich denke, gemeinsam können wir das Problem doch ganz gut lösen.